auf der Tagesordnung haben. Und hier sehen wir das Degenfechten der Damen mit Laura Flessel aus Frankreich links im Bild. Und schauen Sie gleich mal auf eine Besonderheit. Sie hat einen sogenannten französischen Griff. Dadurch hat sie ein bisschen mehr Reichweite als ihre Gegnerin in diesem Gefecht, die Schweizerin Halblützel Bürki. Es gibt jetzt gerade die kleine Pause nach 6 Minuten Kampfzeit von insgesamt 9. Und Laura Flessel war ja im letzten Jahr bei den Olympischen Spielen erstaunlicherweise nach 3 Weltmeistertiteln Dritte der Olympischen Spiele, hat also so gut wie kein Weltcup-Turnier mitgemacht. Aber sie wird getragen vom Beifall und der Sympathie der Zuschauer und hat auf dem Wege ins Finale leider auch Imke Duplitzer, die Weltcup-Siegerin dieser Saison, im direkten Gefecht bezwungen. Und wenn ich Glück habe, führt gegen die Schweizerin Halblützel Bürki. Hallo Imke. Insgesamt 125 Teilnehmern, aber sie hatten möglicherweise den härtesten Brocken unterwegs vor sich. Ja, leider. Wie gesagt, ich habe im Einzug ins Finale gegen eben jene Dame da unten, Laura Flessel, verloren. Es war ein harter Kampf, ist dann leider 15-13 für sie ausgegangen, aber verdienterweise, muss man dann auch sagen. Sie haben also in der Runde der besten 64, Sie waren ja direkt qualifiziert als eine von 17 Teilnehmerinnen. Sie waren also im Direktausscheid der besten 64 erfolgreich gegen Karin Cederqvist aus Dänemark mit 15-13. Dann haben Sie die Russin Maria Massina mit 15-8 bezwungen, aber im dritten Gefecht dieser 64er-Runde, da unterlagen Sie dann also der jetzt links im Bild fechtenden Laura Flessel mit 13-15. Wie viele Zuschauer sind denn dort und was ist das überhaupt für eine Arena? Wie stellt man die sich vor? Da ist nun 7-3 steht 8-3, 8-4 Doppeltreffer. Beide Lampen haben geleuchtet. Sie haben es gesehen, das ist eine Besonderheit beim Degenfechten. Und innerhalb kürzester Frist also beide Fechter das Ziel treffen. Übrigens hier, das noch einmal schnell zum Verständnis, der ganze Körper vom Scheitel bis zur Sohle Trefferfläche. Also, was ist das für eine Arena im Kick? Also das ist eine ehemalige Stierkampfarena, ein sehr altes Gebäude. Das haben sie hier sehr schön, muss man sagen, überdacht mit Planen und so Plexiglaskonstruktionen. Das heißt, hier drin ist auch schön kuschelig warm mittlerweile durch die Scheinwerfer, die hier leuchten. Ungefähr 13.000 Zuschauer und da ist natürlich schon die Hölle los, wenn man dann so guckt hier für Laura Flessel. Man hört es gleich im Hintergrund, dass hier also schon Frenet auch passiert bei Treffern. Und es ist schon eine sehr, sehr schöne Atmosphäre. Es ist also ein sehr würdiges Finale, was die Franzosen hier aufgezogen haben. Vielleicht noch, damit der Kampfrichter ihre Trefferfläche einsehen kann. Was bedeutet das für einen Gegner? Das bedeutet natürlich für den Gegner, dass eben gerade, wie man sieht, die Jana Bürki lebt jetzt sehr am rechten Rand der Bahn, ist eigentlich auch schon fast außerhalb. Da müsste der Obmann mal langsam was sagen. Ja, jetzt mit beiden Füßen sogar. Ja, das ist sehr schlecht für den Obmann einzusehen, weil er eben draußen steht. Und er steht auf der anderen Seite und kann das eben sehr schlecht einsehen von der Position, die er hat. Aber als Linkshänderin hat man natürlich den Vorteil, dass man komplett seine gesamte linke Seite zumachen kann, weil wie jetzt zum Beispiel gerade eben, die Jana Halblützel Bürki hat sie angeflasht und muss den Treffer innerhalb der Bahn setzen. Das heißt, wenn sie eben links außen vorbei will, ist sie außerhalb der Bahn und der Treffer zählt natürlich nicht. Das heißt, die Trefferfläche ist einfacher abzudecken für den Linkshänder. Flash, also Pfeilangriff, der sehr schön abgeblockt wurde von Flessel. Das war mal eine sehr schöne Aktion noch mit der Klinge und wieder ein Doppeltreffer. Und die zählen jetzt natürlich alle zugunsten von Flessel Polovic, die mit 9-6 führt, hat 3 Treffer Vorsprung, 46 Sekunden Wettkampfzeit stehen noch zur Verfügung. Am Ende würde ihr diese Differenz dicke reichen, um ins Finale zu kommen. Jetzt Treffer auf den Fuß, wenn ich richtig gesehen habe. Ja. Ja, vor allem, das ist halt auch eine Spezialität von der Laura Flessel, dass sie dann eben, wenn sie führt, hinten sehr gut im Mauern ist. Das ist fast wie im Fußball, man lässt halt nach Möglichkeit den Ball nicht mehr durch, sprich den Treffer nicht mehr auf den Körper. Und das ist natürlich jetzt ihr Spiel, weil sie ist eine Linkshänderin. Die Jana Halblützel muss kommen, muss den Druck erhöhen und dann ist eben dieser Fußtreffer, den wir jetzt auch gesehen haben, dann die Folge davon. Weil in dieses Vorwärtsgehen, in diesen Druck, den die Jana Halblützel Bürki aufbauen muss, ist es natürlich einfacher für die Laura Flessel, diesen Treffer zu suchen. Ja, da sehen wir jetzt sehr schön, die Laura muss sehr viel nach hinten, also geht einfach nach hinten. Jana Bürki muss
muss angreifen, um eben diese Trefferdifferenz zu verkürzen. Und da kommt dann eben dieser Sturzangriff auf den Fuß von der Laura Flüssell und das macht Realitäten. Wieder Doppeltreffer. War sie denn schon mal auf den letzten zwei Metern, die Französin? Ja, das sind halt jetzt eben, wie gesagt, dieser goldene Bereich da unten, in dem sich jetzt die Laura Flüssell aufhält, ist dieser 2-Meter-Bereich. Das heißt, das ist die Warnzone. Und wenn sie mit beiden Füßen diesen goldenen Bereich nach hinten raus verlassen würde, würde sie einen Straftreffer erhalten. Das ist eben auch eine Besonderheit beim Fechten. Die Fechtbahn ist 14 Meter lang und sobald man da mit beiden Füßen draußen ist, hat man halt die Kampfbahn verlassen nach hinten raus und einen Straftreffer erhalten. Also wenn man von der Goldbahn nach hinten weg ist, kommt man ins schwarze Loch. Straftreffer. Ja, sozusagen. Ja, noch 7 Sekunden und jetzt eine deutliche Führung. Sie könnte es theoretisch sogar noch schaffen.